Ja, moin moin Freunde der soligen Wohlfühlatmosphäre. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit einem kleinen Speedrun-Training von Dark Souls Remastered auf der PlayStation 4 Pro. Ja. Was gibt's zu sagen? Krieger habe ich genommen. Hat schon fast alle Werte, die ich brauche für die Waffe, die ich mir gleich hole. Ich möchte nicht mehr auf diese Zufallsdrops angewiesen sein, weshalb ich mir jetzt gleich am Anfang Nitos Grabesfürstenschwert oder wie das heißt, hole. Dann ärgere ich mich nachher nicht, wenn ich die helle Barbe nicht bekomme. Mit dem lässt sich das auch recht gut alles meistern. Ja, ein paar Seelchen brauche ich auch noch. Damit ich vom ersten Boss die... Ja, die Stärkewerte voll kriege. Um dann das fantastische Schwert nutzen zu können. Ist wirklich stark. Ein bisschen langsam. Ausruhbewegung nimmt viel Zeit in Anspruch, aber... Irgendein Nachteil muss ja dabei sein. Hier sind noch Seelchen. Das ist ein echter Geier.
schnell den Eid leisten. Und dann bekommt ihr die Waffe schon. Ohne den Eid intensiviert zu haben. Das ist nice. Scheiß jetzt wieder. Was für eine scheiß RNG. Ja, das ist echt ätzend mit der RNG manchmal. Aber ich brauche Seelchen. Muss ich eigentlich nicht machen. Ich mache das, damit ich nachher die Typen los habe. Ihn jetzt zu töten, brauche ich eigentlich nicht. Aber sonst blockieren. Sonst blockieren die das Skelett ja nachher. Das nächste Feuer. Das ist mir dann auch zu doof. Sprich hier. Die kommen sonst hinterher. Ich kann mich nicht ans Feuer setzen. Das möchte ich schon ganz gerne jetzt. So, noch aufleveln. Stimmt ja. So. Das reicht. Jetzt kann ich es benutzen. Nice. Ich nehme es mir nochmal mit. Ich brauche es wahrscheinlich nicht, das Harz. Oh, das ist schwach. Das ist echt schwer. Ich bin jetzt ganz schön am träge sein hier. Nicht so schwer sein, freizuziehen. Ja, es ist schwerer, als man denkt. So. Ja, wollen wir mal. Beziehungsweise ein Schild kann ich auch abnehmen. So. Thank you.
Pilz. Hast du eine üble Attacke, ne? Ja, das ist der Nachteil an der Waffe. Ihr braucht Dämonen-Titanit, um sie aufzuleveln. Und es kostet 5000 Seelen. Das ist am Anfang eine Menge Holz. Das Schwert, ey. Er läuft, als wenn er einen Hinkelstein auf seinen Schultern trägt. Das ist dann nochmal gut gegangen. Und zu viele Fehlschläge dürft ihr mit dem Schwert nicht machen. Bei den Gargoyles. Falsche Etage. Ich sollte mir jetzt noch den Ring holen erstmal. Das wäre natürlich der Vorteil, wenn ich den Generalschlüssel habe. Dann kann ich da mal schnell vorbei, wenn ich durchs Drachental gehe. Ja, oder aber ich gehe nach den Gargoyles zu Fuß dorthin. Aber ich glaube, das gibt es hier nicht viel. Ja, stimmt, eine Feuerhütte der Seele habe ich auch. Nice. Whoa.
Das mache ich lieber jetzt, sonst vergesse ich es nachher. Den Ring der Gunst, den hole ich mir lieber jetzt. Den kann ich auch ganz gut gebrauchen gegen Felag. Ah, wir fahren ja nochmal Fahrstuhl. Hätte ich das auch da machen können. Sei es drum, machen wir jetzt. Ah ne, machen wir gar nicht, machen wir so. So. Cool, cool, cool. Das springe ich lieber nicht runter. Was abgeblockt. Alter Schwede. What the fuck? Ich habe sie gedroppt bekommen. Das ist nice. Jetzt bin ich echt etwas verführt, fühle ich mich, die jetzt mitzunehmen. Ah, nee, die Werte dafür habe ich noch gar nicht. Ich habe sie. Das ist sehr, sehr geil. Thank you.
Mist. Das war so nicht auf der Rechnung. Puh. Ich glaube, ich nehme den Schild wieder ab. Der macht mich sowas von schwer. Verkehr. Doch drauf lassen, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Puh. Kämpfe ich äußerst ungern den Quäler. Der helle Bade kann man sie stunnen, das ist dann einfacher, aber so, ich habe immer Schiss, dass sie explodieren, dann muss ich weg. Wenn ich dann an ihren Beinen festhänge, habe ich ein richtiges Problem, ja. So, ich gehe auf eine andere Waffe jetzt. Okay, gehen wir das mal kurz weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich brauche für die. Ich mach das mal das. Für die Schwarzritter-Hellebarde. Das war ja ein toller Zufall, aber es ist dann wiederum der Nachteil, dass ich gar nicht mehr genau weiß. Beidhändig? Oh, kann ich schon führen. Nice. Sehr nice. Bring noch was drauf. Quelax Seele, hatte ich die schon eingelöst? Ach, ein bisschen jetzt. Einmal machen. Alles klar.
Auf geht's. Ach, schön, die nehme ich ab. Irgendwie finde ich jetzt nicht invasiert vom Online-Spieler. Vergessen, mit dir aufzuleveln, fällt mir gerade ein. Diese Festung, du. Ist so ätzend, du. Wenn da nicht der richtige Rhythmus ist, dann muss ich Geduld haben. Mist. Aber nicht ganz so schlimm. Kann ich die nämlich nochmal... Nein, kann ich jetzt nicht aufleveln. Na, ein paar Seelen habe ich aber noch. Seele eines Kriegers benutzen, so. Ja, es müsste rein. Ich hatte ja noch Blitzer-Titanit bekommen. Das heißt, ich kann ihn nochmal aufleveln jetzt. Oh. 2000 könnte ich sogar nochmal. Lass gut sein. Mache ich in Arno Londo. Mann, was drehen die ab? Ich weiß nicht, wie der Mechanismus ist. Pech gehabt, kommt die Kugel hier auch gleich nochmal. Das war riskant. Ich wollte ein bisschen Zeit wieder gut machen. Boah. Das hätte auch einen Doppelschlag geben können, dann wäre ich weg gewesen.
Gänsehaut. Das gibt es nicht, du. Es ist unglaublich. Warum steht die denn da jetzt nicht still? Seit wann bewegt sich das Vieh denn? Jetzt geht das schon wieder los mit den KI-Aussetzern. Das ist wirklich ätzend. Nimm die Faust, hau sie zur Seite und lauf durch. Wäre so einfach gewesen. Das ist echt... richtig beschissene Speedrun-Stelle hier. Das Anulondo echt noch harmlos ging. Und da komme ich gleich erst hin. Ich hätte vielleicht noch... Sif mitnehmen können vorher, ja. Erster Nachteil, eine Hellebarde. Der Überkopfschlag macht mega viel Damage, aber halt die... Schnell, ich muss überein. Und genau deshalb. Alle guten Dinge sind drei. Gefeuert. Hab mich gewundert. Hallo? Ist das dein Ernst? Ich wollte die Seele noch einlösen. Denn nicht. Unfassbar.
Irre. Irres Spiel. Oh ja, hier ist ja noch ein Titanit. Wobei, jetzt habe ich die schwarze Hellebarde, stimmt. Und brauche ich die andere Waffe nicht mehr. Aber da hinten ist noch ein Funkeltitanit drin. Ja gut, kann ich mir aber auch kaufen für 8000. Kleiner Umweg, aber jetzt muss ich erstmal ein paar Seelen verballern. Ein bisschen was auf. Seele von ihm habe ich ja auch noch. Ich habe auch noch Titaniten, stimmt. Ja, auch plus 2 muss die Waffe auf jeden Fall. Das ist eine ganz üble Stelle hier. Keiner reicht, okay. Richtig schlecht, dass der nicht wirft. Das sind beide hier, ne? Oh, was? Okay. Hätte natürlich auch im Laufen weghauen können, wenn es das Risiko da, dass der dich von hinten trifft. Da bin ich dann doch lieber auf Nummer sicher gegangen. Kommen sie. Die Männer im weißen Kittel. Zwei Möglichkeiten, das zu regeln, hinlaufen, ihn wegklatschen. Aber ich bin schon mal vorbei, Jopf, mit der Hellebarde. Ich mach nur mal sicher. Oh ja. Nein! Oh, er will nicht runter, das ist nicht zu fassen. Jetzt erst. Ja, normalerweise macht er hier vorne, hier in dieser Kante hier, gleich schon Abgang, aber. Aber was heißt normal? Normal kann man hier überhaupt nichts mehr bezeichnen. Der ist jetzt wirklich. Crazy, crazy. Ja, bis hier erstmal mein Speedrun. Das war Teil 1. Ich muss jetzt die Waffe aufleveln, auf jeden Fall gleich noch. Das kann ich hier bei dem Schmied machen. Dann nehme ich ein Feuer und gehe zurück. Deshalb level ich so jetzt erstmal nicht auf. Ja. Beziehungsweise ich kriege ja noch von der Seele des Eisengolems nochmal ordentlich Seelen. Mal gucken, vielleicht kaufe ich mir dann noch weiteres Funkeltitanit.
Es wäre nicht schlecht, wenn ich die Waffe auf plus 3 habe gegen Ornstein Smaug. Also das wäre auf jeden Fall. Ich spiele nicht mit dem, Tränensteinring, mit dem roten. Das heißt, ich bin nicht in diesem extrem Aggro-Bereich, in dem ich extrem viel Damage mache, allerdings auch mit jedem Hit weggelutscht werden kann. Aber ein weiterer Ring wäre nicht schlecht. Also stimmt, ich hätte mir den Hartstahlring mal holen sollen. In Seelsfestung, ja. Sens heißt das, glaube ich. Sensfestung, ja. Ja, soweit so gut erstmal. Das soll auch nur ein kleiner Einblick sein in mein Speedrun-Training. Ich bin immer überlegen, ob ich nicht vielleicht doch Sif hätte erst besiegen sollen. Hätte ich den Ring des Abgrundschreitens schon. Hätte auch noch mal ein paar mehr Seelen. Ja, da bringe ich natürlich André um. Aber es geht schnell mit der Schwarzritter-Hellebarde. Also die 20.000 will ich ihm nicht in Rachen stecken, um das Tor aufzumachen. Ja, bye bye und auf Wiedersehen.